glaube, dann ist jetzt Dex mal dran mit Spielen. Ja, dann ich würde euch ganz kurz tatsächlich verschnaufen lassen. Und Dex. Yay. So. Du warst jetzt so roundabout 4 Stunden unterwegs. Ja. Auf der Suche nach dem Banditenlager. Immer schön am Fluss entlang. Richtig. Da ist halt noch nicht so das Unterholz so dicht und so. Kommt man gut voran. So, dann kommst du irgendwann. Wunder, ich lösche mal eben ganz kurz alle aus der Combat Tracker. Kann ich dich in Combat Tracker setzen? So, X. Ach. Dann setze ich dich auch auf die. Die Map kann. Here we are again. Here we go again on my own. Kommst, jo, Mann. Ja, wie gesagt, Bäume relativ dicht. Was du sehen kannst, da ist ein einigermaßen dauerhafter Lagerplatz entstanden bei K1. Es ist eine kleine Lichtung, Wald, wurden ein paar Bäume reingeschlagen. Und es ist eindeutig ein Platz zum Hausen. Ja, irgendein Feuer oder so, irgendwelche Licht. Da brennt aktuell ein Feuer und da sitzen auch 2 Banditen. Also, du bist dir ziemlich sicher, es sind Banditen aufgrund von. Ja, ja. Dann ansonsten siehst du halt eine ziemlich modrige, aber muffige Straße. Du kannst ja relativ gut erkennen. K5 siehst du nichts, K3 siehst du auch nichts. Erstmal von deiner Position aus. Du darfst mir aber mal auch einen Stealth machen. No. Ich nehme an, 10 nehmen darf ich nicht. Hier tatsächlich nein. Das ist. Hätte mich. Zählt's als Kampfsituation. Naja. Möchtest dich ja in ein Lager schleichen. Ja, rein erstmal nicht, erstmal drumherum. Ja, also ne, du möchtest ja ausspähen. Ja. Und die wollen das ja auch nicht. Ja. Immerhin. Na, Sekunde, ich hab mal eben. Es ist dunkel, es ist Nacht, sollte. Du hast ein bisschen. Ich bin entsprechend gekleidet. Ich mir mal einen Band ein. Du dürftest nicht gesehen haben, was ich gerade gewürfelt habe, oder? Nee, hab ich nicht gesehen. So. Okay, ja, dann bewege dich, wie du dich auf der Karte bewegst. Ja, ich zirke halt außen rum am Rand entlang, ne? Noch ein bisschen weiter außen rum, nicht ganz so nah ran wie jetzt. Mehr gibt doch jetzt gerade die Karte bei mir nicht her. Ja, nee, das ist okay. Weiter geht's nicht. Ja, also schön außenrum, erstmal immer schön in Deckung. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Die Straße unten ist offene Fläche, ne? Wenn ich auf die andere Seite. Das ist offene Fläche, ja. Dann vermeide ich das erstmal. Okay. Du kriegst bei K2, also du siehst jetzt auch K2, das ist ein Hochposten, das ist. Eine Holzplattform, die ist so etwa 6 Meter über dem Boden. Damit kann er auch das komplette Lager ausbeobachten. Er sieht halt auch durch die Bäume durch. Also kannst du sehen, dass da freigeschlagen wurde, sodass man sehen kann. Es ist eine Strickleiter dran, die ist aktuell halb hochgezogen. Obendrauf sind 2 Banditen, die in 2 Richtungen Ausschau halten. Einer guckt auch genau in deine Richtung. Du hast das Gefühl, er fokussiert auch in deine Richtung seinen Blick. Ja, ja, okay, also 2 da oben, 2 am Feuer bei K1, ja? Richtig. Ansonsten sind dann noch Zelte aufgestellt. Und unter die Plattform kannst du nicht einsehen, das ist zu.
mit Zelten zugehangen. Sieht meine Kochstelle. Ja, das ist halt das Feuer, ne? Bei K1. Auch, also noch die Kochutensilien direkt. Ja, ja, da sind auch Kochutensilien. Die machen sich da ihr Essen. Wir haben es so gegen 1, 2? Ja, so roundabout. Die anderen sind gerade mitten am Kämpfen. Oder gerade vorbei. Nee, mit also, einer Nacht? Okay. Nein, so deine Gruppe. Ach so, ja, zeitlich ist klar. Passiert ja parallel gerade. Ja, ja, das ist klar. Okay, also noch so viele Wachen mitten in der Nacht, okay. Also die zwei am Lager, die sind nicht da, die passen nicht, also sind nicht wirklich aufnahmefähig, sondern die unterhalten sich halt einfach so, ne? Ja, aber sind wach, das ist schon nervig genug. Mhm. Aber passt doch mal. Ja, da beobachte ich jetzt mal eine Weile. Ich habe da so eine Idee, aber mal schauen. Okay, also ist jetzt mal 4. Kann ich sonst irgendwas ausmachen, irgendwo, wo Leute wirklich schlafen oder so? Nein. Kannst du jetzt soweit nicht ausmachen, eventuell halt unter K2. Aber da hast du halt keinen Einblick rein. Aber mit den Zelten oder so, was ich sehe bei K1, genau. Da sehe ich keine weiteren Leute. Also du kannst halt nicht in die Zelte reingucken. Also da stehen keine Zelte. Die Zelte sind so unter K2 aufgebaut. Ach, unten drunter da, mhm. Okay. Okay, nee, dann beobachte ich erstmal, guck mal wieder, was so passiert. Die zwei Feuer werden ja hoffentlich irgendwann schlafen gehen oder sowas. Mhm. Wie lange willst du da harren und beobachten? Nach so etwa 10 Minuten auf jeden Fall lässt dieses Fokussieren in deine Richtung etwas nach. Ja, also zwischen 1, hell wird's halb 4:30 ist es halt 5 wird's hell, ja? Zwischen 5 halb 5. Ja, also schon mich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Wir haben ja was 1 haben, also 2 Stunden bis 3. Mhm. Ich hab eine Idee, mal gucken, ob sich umsetzen lässt. Aber kommt drauf an, was die Leute so treiben. Mhm. Ja, also erstmal die bei K1, die gehen jetzt Richtung K2, verschwinden da. Unter K2 kommen 2 raus, gehen hoch auf K2 und 2 von K2 kommen runter. Und das andere siehst du. Also sind es insgesamt 6 Leute, die ich gesehen habe. Gleichzeitig nicht, aber eventuell ja. Also ich kann wie taghell sehen, ich kann die Leute unterscheiden, ne? Ja, aber die tragen trotzdem Kapuze ins Gesicht und... Na okay, ja, das hätte sein können. Dass es irgendwelche Unterschiede an den Kleidungen gibt oder so, dass ich das... Die tragen eigentlich fast alle nahezu gleich. Also ja, die tragen Leder, dann grünen Mantel drüber, Ende. Ja, ich denke, dass du irgendwas mir an ihnen auffällt. Ich kann nochmal einen Dings machen. Du kannst einen Perception-Wurf auf sie machen. Genau. Und einen 19. Nee, damit fällt dir leider nichts. Also nichts auf, irgendwie. Ja. Was markant ja, Unterschied ist. Du alle. Kannst aber mal einen neuen Stealth machen. Mhm. Ja. Und, ne? Du hast halt den Vorteil, dass sie schlechter sehen im Dunkeln als naja, du. Ja, ich habe heute noch nichts über 10 gewürfelt. Ja. Ich habe die 8 vorhin beim ersten Step, glaube ich, das höchste heute. Ja, also es fokussieren tatsächlich wieder einer in deine Richtung. Ja, dann bleib ich erstmal ruhig. Mhm. Aber auch das lässt so nach 10 Minuten wieder nach. Ja. Okay, also ja, die haben gewechselt, aber bei K1 ist jetzt keiner mehr danach, ne? Nein. Wie sieht es mit dem Feuer aus? Brennt das runter, oder? Das lassen sie jetzt runterbrennen, ja. Wo in dem Lager befindet sich die Töpfe? Die Töpfe? Die Töpfe. Definieren wir mal Töpfe. Ja, Kochtöpfe. Ach so. Warte.
Jetzt. Runde Dinger meist metallisch, häufig über Feuern mit Zubereitung von Essen in Verbindung gebracht. Da, wo der Pfeil drauf zeigt. Okay. Noch lieber ist, ich mach da mal ein X. Da so. Zeug. Gut, ja, schaut mal ein bisschen, passiert wahrscheinlich sonst weiter nichts, richtig? Nee. Sehr gut. Ich wirke eine Dunkelheit auf mich, also auf meine Rüstung. Mhm. Und sollte mich dann komplett verdecken bei der Dunkelheit. Und ich gehe zu den Töpfen und den größten Topf, den ich finde, den Innenbereich reibe ich mit den Blumen ein, die ich vorhin gesammelt habe. Wie viel erhöht deine Dunkelheit den... Das wird noch eine Stufe dunkler um mich herum. Pass auf, dass ich nicht zu nah ins Feuer gehe, dass ich das nicht abdunkle. Aber es sollte meine Silhouette komplett verbergen. Ich mache nochmal einen neuen Elfwurf dafür, weil jetzt mache ich ja was anderes. Ja, mal ein vernünftiger Wurf. Oder halbwegs vernünftig. Mhm. Ja, und mit diesem, wie gesagt, mit den lustigen Blumen reibe ich das Innen ein. Nehme auch alles wieder raus, dass nichts bleibt. Das wäre wirklich bloß die Öle. Von dem Blümchen. Ah, sind noch Essensreste in den Töpfen. Riechen auch schon nicht mehr so toll. Ja, wenn sie unhygienisch sind, umso besser. Dann gucke ich mal, dass noch kleine Reste mit drin bleiben. Vielleicht wärmen sie es ja nochmal auf oder so. Gucken. Mhm. Ja, und dann verschwinde ich wieder im Wald. Guck mich nochmal ein bisschen um, ob ich noch irgendwo anders sehe, ob ich mehr ausmachen kann, ob es jetzt 4 oder 6 sind oder noch mehr. Wo gehst du hin? Da bewege ich mich also nochmal den. Neben K2, das ist ein großer. Ist quasi zwischen zwei Bäumen, ne? Du meinst K4? Ne, K2 ist so zwischen zwei Bäumen, ne? Ja. Das heißt, wenn ich hier oben lang gehe, also ich gehe erstmal außen rum hier, ne? Bogen. Da ist Sicht reingeschlagen, ne? Sie können sehen in die Richtung. Okay. Also hier, Sekunde. Hier in die Bäume ist überall Sicht reingeschlagen. Also die um K2 herum meinst du jetzt? Genau. Ich weiß nicht, was du sonst jetzt... Ja, dass sie von oben durchgucken können, wurden die Äste dort beiseite gemacht. Ah, okay. Es hat noch die Baumkrone, aber ansonsten dazwischen sind... tiefer sind Äste, aber halt auf der Ebene, wo sie schauen wollen, wo sie in die Richtung schauen, da ist nicht. Was ist... ich bewege mich erstmal nicht, ich bewege mich nur hin, um... Was mit dem hier? Mit dem Grün? Da wurde auch reingeschlagen. Also da, der ist da, aber ne, da siehst du halt auch wieder. Hast quasi ein Stück Laub, eine relativ große Lücke, damit sie durchschauen können, und dann wieder Laub. Ja gut, aber... Oh. Alles cool, du kannst dich dahin bewegen. Feel free. Du mal, siehst jetzt. Mal auf der Richtung gucken zu können, ja, ob ich noch irgendwas sehe. Ja, du siehst kann halt auch, wenn du Richtung K3 schaust, siehst du, dass da auch noch ein Wachposten ist. Der ist auch 6 Meter Höhe. Die Bäume drumherum sind geschlagen, also in der Mitte, dass sie sehen können. Und eine Strickleiter, aber die ist komplett hochgezogen. Da oben ist eine Person. Okay. K4, da siehst du halt zwei sehr große Baumstämme. Siehst aber auch Schleifspuren, so als würden die... Wollen sie den Weg blockieren. Genau. Ein K5 ist halt ein alter Karren. Okay. Hat auch eine gebrochene Achse. Kannst du relativ sehen, weil er am Boden hängt. Okay. Ja, wenn mein Zeitfenster sich dann so langsam schließt, dann verschwinde ich dann wieder. Sollen wir es erreichen? Cool. Also mindestens 5, vielleicht 7 habe ich, ne? Also 5 von 7 habe ich jetzt ausgemacht an Leuten. Mhm. Gut. Schmeiße ich den wieder aus dem Combat raus? Judy, dann verlässt du auch wieder die Karte. Ich lösche mal alle Marker hier. Relevant. So. Judy, du gehst dann wieder Richtung euer Lager?
Ja, am Fluss entlang. Okay. Das heißt, du bist aber auch erst nach Sonnenaufgang da.